etwas, was natürlich immer eigentlich gleich geblieben ist, wie schon in früheren Jahren und Jahrzehnten, ist, dass auf der Welt sehr viele Unruheherde bestehen. Das ist ja nichts Neues. Man kann schon sagen, dass es heute etwas öfter vielleicht und heftiger passiert, geschieht, als das eine Zeit lang der Fall gewesen ist. Aber es ist auch in dem Sinne nichts Ungewöhnliches. Aber wie können Sie denn das eigentlich sagen bei all diesen Ereignissen, da auch bei diesen Turbulenzen, gerade im Nahen Osten und jetzt auch mit der Türkei unter den Einreiseverboten, jetzt doch in Deutschland? Denken Sie an die Spannungen zurück, die zwischen Ost und West gewesen sind. Da hat man miteinander verhandelt, manchmal auch nicht. Die Gesprächsbereitschaft ist immer unterschiedlich gewesen. Und wenn Ihr Mann jetzt mit Herrn Erdogan nicht sprechen will oder kann, dann ist auch das nichts, was die Welt in den absoluten Festen erschüttern kann. Aber es würde doch eigentlich zu einer liberalen Auffassung gehören, dass man zum Beispiel jetzt auch solchen Leuten nicht unbedingt jetzt, um zu sagen, eine Plattform gibt, aber doch die Möglichkeit, sich entsprechend vor ihrer Feengemeinde, die ja nicht gerade klein ist, auch in Deutschland, zu äußern. Die Meinungsfreiheit, sich in gewissen Clubs, an gewissen Orten sich zu äußern, eine Feengemeinde zu haben, ist das eine. Das Recht, die Gesetzgebung, die Prioritäten einer Staatengemeinschaft und erst recht natürlich wäre das in privaten Bereichen so, das ist das andere. Herr Erdogan kann sich äußern, wie ihm danach ist. Ich persönlich muss es allerdings nicht akzeptieren und es gibt das Recht eines Staates, wie gesagt, dass man sagt, dass man diese Veranstaltungen da nicht haben will. Auch das ist eine Freiheit, die unbedingt gebraucht werden sollte. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann so, dass wir eigentlich auch innerparteilich und innerpolitisch, will ich mal sagen, doch eigentlich auch schon relativ viele Konflikte im Moment hier haben. Wenn Sie zum Beispiel an diese neue, gegründete, vor 4 Jahren erst entstandene Alternative für Deutschland denken. Ja. Da müssen Sie sich fragen, wie es überhaupt zu einer Alternative für Deutschland kommen konnte. Die ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Und wenn Sie sich einen Großteil der Forderungen mal ansehen im Programm, beispielsweise auch zur Zuwanderungspolitik, auch zur Grenzsicherungspolitik, dann ist darin nicht viel anderes zu erkennen als Dinge, die die CDU noch vor 10, noch vor 15 Jahren als ganz normal akzeptiert hat und wo sich keiner groß darum Sorgen und Gedanken gemacht hat. Also insofern ist auch das nichts Weltbewegendes. Aber finden Sie das eigentlich denn hilfreich, dass jetzt plötzlich auf einmal so viele innerparteiliche Konflikte aufbrechen und dann gewisse Flügelkämpfe entstehen, auch gewisse gegenseitige Befindlichkeiten plötzlich an die Oberfläche kommen? Ja, wenn Sie sich mal die Gründungszeit der Grünen sich mal ansehen, Anfang der 1980er bis Ende der 1980er Jahre, wenn Sie sich das mal vor Augen führen, dann sehen Sie auch darin, dass es gewisse Trennungen und Abspaltungen immer gegeben hat zwischen Realos, zwischen Fundis. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, wie man das interpretiert, was ein Realo und was ein Fundi ist. Und bei einer jungen Partei ist es vollkommen normal, teilweise auch in Ordnung sogar, dass gewisse grundsätzliche Fragen ganz intensiv geklärt werden. Gerade auch zur Zuwanderungspolitik, aber eben auch zur Währungspolitik. Aber das ist doch so, dass ja bei einer demokratischen Partei müsste doch eigentlich wirklich vordergründig die Prioritäten dahingehend gelegt werden, dass zum Beispiel das große Projekt des Euro und Europas insgesamt nicht gefährdet wird. Dann begehen Sie schon wieder einen der Fehler, die ich auch anfänglich gemacht habe, von denen ich inzwischen gründlich geheilt bin, wenn man das so sagen kann, nämlich den Fehler zu begehen, dass man die EU als gesamte bürokratische, zentralistische, im Kern sozialistische Institution,
dass man das gleichsetzt mit dem Europa der Vielfalt, der verschiedenen Länder, der verschiedenen Kulturen und erst recht eine einheitliche Währung, die aus politischen, aus ideologischen Gründen durchgesetzt wurde, wider besseres Wissen verschiedener Ökonomen, die schon vor 20 Jahren gewarnt haben, so dass man heute sagen muss, dass eine Euro-Währung eigentlich ständig gerettet werden muss, insofern sie keine Währung ist und letztlich dazu geführt hat, dass eine Spaltung, eine menschliche, gesellschaftliche und gar eine kulturelle Spaltung wieder geschehen ist, dass die Völker so zerstritten sind, wenn sie sich zum Beispiel jetzt gerade Deutschland und Griechenland sich ansehen, dann werden sie feststellen, dass die Gräben gerade durch den Euro, durch diese Rettungspakete, die ja bei den Bürgern nicht angekommen ist in der Weise, wie man sich das vorgestellt hatte, dass da die Gräben seit 1945 nie mehr so tief gewesen sind wie jetzt. Aber dann möchten Sie also sagen, dass das also ein Projekt ist, also was komplett daneben gegangen ist? Das haben Sie in der Form gesagt. Ist es denn eigentlich so, dass man mit dem Älterwerden und auch mit einem entsprechenden Einfluss, was auch ein Privatleben dann haben kann, dass man dann auch die Sichtweise plötzlich verändert, dass man auch aufgrund des persönlichen Lebens gewisse Dinge anders einschätzt? Würden Sie das bestätigen? Bestätigen ist übertrieben. Lediglich feststellen kann man das. Es gibt auch ein Recht, eine Meinung zu ändern, so wie es auch ein Recht auf sogenannte falsche Meinungen gibt. Das ist etwas, was eine aufgeklärte, moderne Gesellschaft, eine demokratische Ordnung, wenn Sie so wollen, aushalten muss. Da hat also doch Ihr Privatleben dann infolge gewisser Veränderungen in Ihrem Umfeld dann dazu beigetragen? Nun, zu meinem Privatleben, da werde ich mich nicht äußern, denn das Privatleben ist, wie es der Name schon sagt, privat.